Hallo liebe Pico-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pico Digital Leicht gemacht. Wir hatten vor, ich denke 14 Tagen war es, den Speisewagen uns näher angeschaut, also den Mitropa. Und das war ja die Geschichte mit dem Next 18 Sound Decoder. Und wenn wir eine Zuggarnitur erstellen wollen, dann macht es natürlich auch Sinn, dass wir die weiteren Wagen auch mit Beleuchtungen ausstatten. Und deshalb möchte ich da heute mal ein Beispiel zu rausnehmen, dass wir uns einen Wagen quasi an den Speisewagen ankuppeln, über eine stromführende Kupplung die beiden miteinander verbinden und dann in dem zweiten Wagen eben halt auch über einen Funktionsausgang des Next 18 Decoders, denn da ist ja noch einer übrig, dass wir darüber dann auch die Beleuchtung des zweiten Wagens schalten können. So, und das Ganze machen wir heute tatsächlich völlig in der Praxis und dann möchte ich Ihnen zeigen, um welche beiden Fahrzeuge es geht. Sie sehen hier einmal auf der rechten Seite, das ist zwar nicht der Speisewagen, deshalb habe ich auch mal Symbolbild drunter geschrieben, aber so wird es dann hinterher zusammengekuppelt aussehen. Und auf der linken Seite eben halt der entsprechende Y-Sitzwagen dazu, ja, und die dann elektrisch miteinander gekuppelt. So, in dem Sitzwagen, da soll dann auch eine Beleuchtung verbaut werden. Und wenn da eine Beleuchtung rein soll, dann müssen wir auch wissen, welche. Und zwar ist das die Beleuchtungsplatine für den Sitzwagen, die Artikelnummer 56270. Und ich werde Ihnen das gleich unter der Kamera auch nochmal zeigen. Diese Platine sieht sehr ähnlich aus zu der Beleuchtungsplatine des Speisewagens. Aber die Anordnungen so mancher Bauteile sind da etwas anders. Und die Platinen, die können es auch nicht also gegenseitig austauschen, weil halt die Leuchtdioden da völlig anders platziert sind. Das würde dann nicht mehr zueinander passen. Also 56270 für den Sitzwagen entsprechend. Ja, wenn wir die beiden Fahrzeuge miteinander elektrisch kuppeln wollen, dann brauchen wir auch die stromführenden Kupplungen dazu. Und das sind dann diese hier. Die hatte ich, glaube ich, bei den Umbauwagen auch schon mal eingesetzt. Ja, diese elektrischen Kupplungen, die sind zweipolig ausgeführt, sodass wir hier eben halt eine Verbindung schaffen können, also einen Stromkreis quasi schließen können zwischen diesen beiden Fahrzeugen, also zwischen den beiden Wagen. Ja, die Nummer 56047, da sind also immer zwei Stück drin. Macht ja auch Sinn, wenn wir zwei Wagen miteinander kuppeln wollen. So, dann wollen wir uns natürlich zunächst mal anschauen, wie wir von einer Seite zur anderen kommen. Das ist ein Ausschnitt der Platine des Speisewagens. Und ich hatte ja gesagt, einen Ausgang haben wir noch frei. Denn da ist ja ein Next 18 Decoder drin und wie Sie vermutlich wissen, hat der Next 18 Decoder ja vier echte Funktionsausgänge. Ja, das ist also A0 vorne und A0 hinten und dann eben A1 und A2. Wir haben für den Speisewagen dann auch noch zwei weitere Ausgänge mit Logikpegel ausgeführt, sodass wir da noch zwei weitere Lichtfunktionen im Speisewagen schalten konnten. Und das Schlusslicht, das haben wir im Speisewagen ja auf einer Seite angebracht. Das heißt also, wir haben, und das sehen wir hier auch, in dem Bild, wir haben den Ausgang A0R, also für Rear oder hinten. Diesen Ausgang, den haben wir ja im Decoder noch frei und den wollen wir dann auch nutzen. So, dann finden wir auf der Platine, finden wir die zwei Anschlusspunkte, die zwei Anschlusspads, die wir normalerweise für das Schlusslicht nutzen würden. Das sind diese beiden hier. Und da habe ich dann schon mal die Polaritäten mit eingezeichnet. Und zwar auch in den entsprechenden Farben, so wie wir dann auch die Kabel anschließen wollen. Und da finden wir den unteren Anschluss, der ist beschriftet mit TLA, A für Anode, das kommt eben halt von der Leuchtdiodenseite her, und TLK für Kathode, das ist dann der Minuspol für die Leuchtdioden. Und genauso diese Polarität, die wollen wir jetzt dann auch über die Kupplung in den zweiten Wagen führen. So, das ist das Ziel. Wenn wir das in den zweiten Wagen führen wollen und wir, wie Sie ja in dem vorherigen Bild, also in diesem Bild gesehen haben, das sind ja Kupplungen, die von der Produktion her völlig identisch aufgebaut sind. Das heißt also auch, die Kabelfarben sind in beiden Richtungen identisch. Dann würden wir natürlich ein Polungsproblem bekommen. Und deshalb, wenn die Kupplungen zusammengeführt sind, also zusammengekuppelt sind, dann sehen wir jetzt mal von links nach rechts, also auf der linken Seite, da haben wir jetzt den Speisewagen und da sehen wir rotes Kabel am Plus, schwarzes Kabel am Minus und auf der anderen Seite dreht sich dann natürlich die Polarität um, da ist dann am schwarzen Kabel, denn das ist ja dann mit dem roten der linken Seite verbunden, ist da dann der Pluspol und am roten Kabel der Minuspol. Und das müssen wir dann natürlich beim Anschluss auf der Platine des Sitzwagens müssen wir dann das natürlich bedenken. So, und das sehen wir hier auf der linken Seite.
Ja, da sehen wir hier eben halt die beiden Anschlüsse, die wir da nutzen werden. Und warum wir genau diese beiden Anschlüsse nutzen, erklärt sich relativ leicht. Die sind beschriftet mit WLA und WRA. W steht für Wheel, also Rad, und dann L natürlich für links und R für rechts. A steht, wie Sie vielleicht ja schon wissen, für analog. Und der Unterschied bei den Beleuchtungsplatinen zwischen den Anschlüssen A und D, also analog und digital, besteht eigentlich darin, was wollen wir mit der Spannung, die wir von außen anlegen, denn eigentlich speisen? In unserem Fall wollen wir direkt die Leuchtdioden speisen. Deshalb nehmen wir den analogen Anschluss. Würden wir auch auf dieser Platine einen Decoder verbauen, dann würden wir selbstverständlich von den Schienenschleifern auf WLD und WR und WAD, Entschuldigung, und WRD gehen, also auf die Digitalanschlüsse, denn die sind dann mit der Spannungsversorgung für den Decoder verbunden. Aber wir wollen ja hier direkt die Schaltspannung von dem Decoder aus dem Speisewagen nutzen und deshalb nutzen wir hier die Anschlüsse WLA und WRA. So, und dann können wir natürlich hier die ganze Geschichte dann auch mal in dem Stromkreis verfolgen. Ich nutze dann Rot für den Pluspol. Das heißt also, wenn wir jetzt hier quasi in die Schaltung reingehen, dann kommen wir genau bis hier hin, biegen dann quasi hier nach unten ab, denn das sind Kondensatoren, die wir da haben, und landen dann letzten Endes hier unten. Und das ist in beiden Richtungen der Pluspol für alle Leuchtdioden. So, und wenn wir dann den Pluspol hatten, dann gehen wir natürlich von der Minusseite wieder zurück. Das heißt, wir kommen quasi hier wieder aus beiden Richtungen an und gehen dann hier quasi wieder zurück. Jetzt ist der Anfang natürlich auch schwarz geworden und landen dann hier quasi wieder beim Minuspol. Ja, so ist die ganze Sache dann aufgebaut. So, dann wollen wir uns das Ganze natürlich dann auch mal praxisnah anschauen. Das war jetzt erstmal der Theorie-Part, so will ich ihn mal nennen. Und unter der Kamera sieht die ganze Geschichte dann so aus. Wir nehmen zunächst mal den Speisewagen. Da habe ich natürlich schon ein klein wenig was vorbereitet, was die Kupplung angeht. Heißt also, hier ist die elektrische Kupplung, der Speisewagen selbst. Da steckt ja unser NEX-18-Decoder drin. Und die Kupplung dann auf der einen Seite, denn auf der anderen Seite, da haben wir ja das Schlusslicht angeschlossen. So, die beiden Kabel, die hier jetzt rauskommen, die schließe ich dann hier oben genau an die beiden Lötpads an, wie gerade eben besprochen. Also der Pluspol oder beziehungsweise TLA ist ja der Pluspol, geht auf das rote Kabel und das schwarze Kabel dann entsprechend auf TLK, also der Minuspol für die andere Seite. So, jetzt versuche ich mal was ganz Außergewöhnliches. Ich löte mit der linken Hand. Die linke Hand, die benutze ich eigentlich nur dazu, um mein Gleichgewicht zu halten. Ansonsten ist die zu wenig zu gebrauchen. Wie man auch unschwer schon erkennen kann. Und das schwarze Kabel dann auf die Rückseite. Beziehungsweise auf TLK. Treffen ist Pflicht. So, damit habe ich jetzt die Kupplung mit dem entsprechenden Ausgang verbunden. Ja, Sie erinnern sich, der Lichtausgang für hinten, also A0R, der liegt jetzt auf diesen beiden Lötpads TLA und TLK. Ja, TLA für Plus und TLK für den Minuspol. So, das war das, was am Speisewagen zu erledigen war. Dann schauen wir uns die Platine des Sitzwagens mal an. Denn genau auf dieser Seite werden wir ankommen. Hier finden wir natürlich auch wieder die Anschlusspads für TLA und TLK. Das könnte man nutzen, wenn man auch hier ein Rücklicht zum Beispiel mit anschließen wollte. Ja, wenn vielleicht diese Platine auch einen eigenen Decoder bekäme, tut sie aber nicht. Hier neben sehen wir die Anschlüsse, von denen ich gesprochen habe: Wheel Left A und Wheel Right A. Ja, also linker Radsatz, rechter Radsatz. So, und hier unten aus dieser kleinen Nut, da werden die Kabel dann nach oben kommen und dann eben halt an diesen beiden Lötpads entsprechend angeschlossen werden müssen. Schaue ich mir die Platine einmal kurz von der Unterseite an. Hier sehen wir an der unteren Kante, das ist quasi der Gang. Ja, da sind also die ganzen Leuchtdioden für den Gang angebracht. Und auf der oberen Seite, etwas mittiger in die Platine gezogen, da sind die Leuchtdioden für die einzelnen Wagenabteile angebracht.
So, was Sie jetzt gesehen haben, ist hier auf der Vorderseite und auch auf der Rückseite, genauso wie beim Speisewagen auch, haben oder hätten wir hier die Möglichkeit, Stützkondensatoren mit anzuschließen. Jetzt habe ich mir natürlich überlegt, was mache ich denn mit diesem Funktionsausgang? Den kann man ja einfach auch nur ein- und ausschalten letzten Endes. Meine Idee war aber, dass ich die Möglichkeit habe, da zwei Funktionstasten für anzulegen. Und zwar die erste Funktionstaste schaltet diesen Eingang dann tatsächlich mit einem kurz stotternden Starter an. Wir gehen mal davon aus, da wären Leuchtstofflampen drin, verbaut in dem Wagen. Und die zweite Funktionstaste würde ich dann dafür vorsehen wollen, dass wir diesen Lichtausgang, dass wir den abdimmen. Und dann eine tatsächlich permanent defekte Leuchtstoffröhre simulieren. Das heißt, die würde permanent blinken in einer unregelmäßigen Reihenfolge. Und genau für dieses Vorhaben ist es natürlich kontraproduktiv, jetzt einen Stützkondensator mit einzubauen oder sogar zwei. Denn Sie können sich vorstellen, wenn etwas flackern soll, ja, dass es also wirklich optisch gesehen auch flackert, dann können wir wenig damit anfangen, dass wir eben halt den Stützkondensator drin haben, denn der würde uns ja zunächst mal noch eine gewisse Zeit X quasi die LEDs, ich sag mal in Anführungsstrichen, am Leben halten, ja, und somit dann diesem ganzen Effekt entgegenwirken. Prinzipiell möchte ich aber nur sagen, Sie haben selbstverständlich auch hier die Möglichkeit, wieder Stützkondensatoren anzubringen. Wenn Sie das machen wollen, dann finden Sie diese Lötbrücke, beschriftet mit SJ1. Hier rechts daneben, das ist schon die Ladeschaltung, die sitzt schon auf der Platine drauf. Und die Lötbrücke SJ1, die entscheidet letzten Endes wieder, ob wir digital stützen wollen, also einen Digitaldecoder stützen wollen. Ja, dann würden wir den Anschluss D benutzen, das heißt vom Mittelpad nach rechts, Sie sehen hier oben mit D beschriftet, oder für den Analogbetrieb, so wie wir es jetzt nutzen, dann würden wir von dem mittleren Pad nach links die Lötbrücke zu dem Punkt A schließen. Ja, also für diejenigen, die da gerne Stützkondensatoren einbauen wollen, da muss dann eben halt diese Brücke geschlossen werden, je nach Betriebssituation, die Sie vorhaben. Bei den Kondensatoren, Sie haben eine Tiefe für die Kondensatoren und das ist wagenbedingt. Sie haben eine Tiefe von 14,5 mm. Die Kondensatoren, die kämen quasi in diesem geschlossenen Fach zu liegen bzw. zu stehen. Und wenn Sie da so Standardkondensatoren nehmen, also sowas, dann müssen Sie eben halt darauf achten, dass die Bauform, also wenn wir ihn so mal aufstellen wollen, dass die Bauform die Höhe eben halt diese 14,5 mm nicht überschreitet, denn ansonsten würden Sie die Platine nicht mehr plan zu liegen bekommen und letzten Endes vermutlich dann auch das Gehäuse nicht mehr geschlossen kriegen. Ja, und dann würde auch ein Spalt entstehen, dann würden die Leuchtdioden in die anderen Abteile rüberscheinen. Das wäre natürlich dann alles nicht sinnvoll. Also bei der Bauhöhe da dann entsprechend bitte aufpassen, dass Sie die richtige Bauhöhe haben. Denn die Kondensatoren, die sind in der Größe eben halt nicht tatsächlich irgendwie genormt, sondern das ist oftmals eine Preisfrage. Ja, also je kleiner die Kondensatoren bei gleicher Kapazität und Spannungsfestigkeit werden, desto teurer werden die im Regelfall auch. So, und bei dem Wagen bin ich hergegangen und habe natürlich auch hier schon mal die Kupplung reingesteckt, drehe das mal um. Achten Sie natürlich darauf, dass die Kupplung auch in beiden Richtungen eben halt genügend Platz findet, um auslenken zu können. Und hier sehen wir dann neben dem WC, das ist hier auch schon wunderschön abgebildet, das WC. Ich halte es mal so, da sehen wir links das Waschbecken und rechts die Toilette selbst. So, und daneben finden wir einen kleinen Kabelschacht und da führen wir jetzt gleich die beiden Litzen durch, um oben auf der Platine dann anzuschließen. Bei der Beleuchtungsplatine, da finden Sie einen kleinen Zubehörbeutel. In dem Zubehörbeutel sind die beiden Radschleifer drin. Die brauchen wir in diesem Fall ja nicht, weil wir die elektrische Kupplung, also die stromführende Kupplung vom Speisewagen aus nutzen wollen. Und es sind auch zwei ganz kleine Schräubchen dabei. Und diese beiden Schräubchen, die nutzen wir dann natürlich, um die Beleuchtungsplatine auch mit dem Wagen zu verschrauben. So, wenn wir das machen, dann achten wir natürlich darauf, dass wir die auch richtig rum aufsetzen. Sie sehen hier in der Draufsicht, dass wir hier oben den schmalen Gang haben und hier unten drunter die Abteile und genau so natürlich dann auch die Beleuchtung aufsetzen, dass die LEDs, die so ganz an der Kante sind, dass die eben halt auch den Gang hinterher ausleuchten. So, wenn wir die Platine aufgesetzt haben, ich rück das mal ein klein wenig noch in die rechte Position, dann haben wir hier natürlich die entsprechenden Löcher, die
dazu da sind, mit Schrauben bestückt zu werden. Die beiden Schrauben sind sehr, sehr klein. Also wenn Sie irgendwie einen gemusterten Boden haben, vielleicht dunkel gemustert, aufpassen, dass Sie die nicht verlieren. Denn die lassen sich nur sehr, sehr schwer wiederfinden. Typisch wäre natürlich in so einem Fall, dass ich sie jetzt verlieren würde. So, die erste Schraube angesetzt. Leicht handfest anziehen. Für die zweite Schraube, das fällt mir jetzt auch etwas leichter, das zu machen, dann habe ich es etwas näher zu mir, nehme ich den Wagen mal von der Liege runter. Also so eine Lockliege ist für solche Sachen natürlich immer optimal, dass alles weich zu liegen kommt und keine Zusatzbauteile eventuell vom Fahrzeug abbrechen. So, dann habe ich die ganze Sache jetzt einmal verschraubt und dann gehen wir hier natürlich auch an unsere Lötarbeit. So, wir erinnern uns nochmal, ich gehe nochmal kurz in den Plan zurück. Also, dass wir diese beiden Anschlüsse nutzen, das schwarze Kabel dann hier an der Stelle WRA und das rote Kabel an WLA. Also, wollen wir das genau so machen? Sie dürfen gerne mitsehen. So, WRA haben wir gesagt, wird das schwarze Kabel werden. Und WLA, also das obere Lötpad, dann mit dem Minuspol versehen. Ja, also durch die Farbdrehung, die wir in der Kupplung haben, ist natürlich hier die Farbgebung genau umgekehrt, wie wir es eigentlich erwarten würden. So, dann kann man die ganze Sache natürlich abschließend noch schön in dem Schacht verlegen, damit wenn man das hinter das Gehäuse schließt. Wir wollen das aber erstmal offen lassen, dass wir uns das nachher im Betrieb dann auch mal von der Seite schön ansehen können, ob auch alle Leuchtdioden dann da sind und wie sich das dann schön schaltet. So, wenn wir die Verkabelung dann soweit im Grunde genommen fertig haben, dann können wir natürlich die ganze Sache auch auf die Schiene stellen. Denn hier gilt es jetzt natürlich auch noch den Decoder vorher zu programmieren, um das dann letzten Endes auch testen zu können, ob das auch alles schön funktioniert, wie es geplant ist. So, da der Wagen, ja der zweite Wagen, ich habe den jetzt noch nicht angekuppelt, noch keine Verbindung zur Schiene hat, kann man den ruhig schon mit aufgleisen, das macht dann nichts aus. Ja, und zum Programmieren nutze ich in dem Fall natürlich wieder den Pico Smart Programmer mit der entsprechenden App dazu, denn hier geht es ja wieder ins erweiterte Function Mapping hinein von diesem Next 18 Sound Decoder des Speisewagens und das können wir dann ja letzten Endes tatsächlich nur über den Smart Programmer programmieren, dass wir eben halt diese beiden zusätzlichen Funktionstasten einfügen und die entsprechenden Effekte auflegen, von denen ich ja eingangs gesprochen habe, sprich also das Einschalten mit einer Leuchtstoffröhrensimulation beziehungsweise eben halt auch für die zweite Funktionstaste das Abdimmen und so weiter. So, wie geht man da zunächst vor? Zunächst mal legen wir zwei neue Funktionstasten an. Ich klicke also in das Menü der Funktionstasten. Hier werden mir jetzt die Funktionstasten angezeigt, die bereits in dem Projekt des Speisewagens hinterlegt sind.
Und da sehen wir hier auf der linken Seite, das geht von F0 bis F16. Das heißt also, die nächste Funktion, die uns zur Verfügung steht, ist die Funktion F17. Das kann man natürlich hinterher auch noch beliebig über Funktionstasten tauschen, kann man die Funktionstasten natürlich auch noch gegeneinander tauschen, sodass sie vielleicht die Beleuchtungen alle zusammen haben und danach erst die ganzen Soundfunktionen nutzen. Dann geben wir dieser Funktionstaste F17 dann noch eine Bezeichnung. Diese Bezeichnung, die wird ja ausschließlich in der Smart Programmer App genutzt, also nicht im Decoder abgelegt. Dann möchte ich das mal bitte bezeichnen als Wagen 2. Der Funktionstyp. Hier können wir natürlich dann entsprechend auch dazu, welche Symbole bei Railcom Plus dann anschließend hinterlegt sind. Ja, und da würde ich hier schon vorschlagen, das Symbol soll dann Licht 2 sein, also quasi ein Lichtsymbol mit einer kleinen 2 oben drüber, dass man das eben gut unterscheiden kann im Symbol zu der Funktion des Speisewagens, also zu der Lichtfunktion des Speisewagens. Das wäre jetzt die Funktionstaste F17. Und dann legen wir noch die zweite Funktionstaste an, um eben halt abdimmen zu können und diese defekte Leuchtstoffröhre einzublenden. Dann gehen wir wieder auf Bearbeiten. Und da sagen wir dann Wagen 2 Dimmung. So würde ich die Sache vielleicht mal nennen. Ja, der Funktionstyp ist auch hier wieder ein Lichtausgang. Und hier nutze ich dann auch wieder das Beleuchtungssymbol mit der kleinen 2 oben drüber. So, damit sind die beiden Funktionstasten angelegt und das sollte man immer als erstes machen, damit im weiteren Verlauf eben halt diese Funktionen auch für Sie gefunden werden können. Dann können wir aus dem Funktionstastenmenü, dann können wir das Funktionstastenmenü verlassen. Dann geht es als nächstes in die Ausstattung. Hier gilt es ja jetzt auch diesem einen Funktionsausgang des NEX18 Decoders, ja, dem noch einen Namen zu geben und eben halt auch festzulegen, mit welcher Dimmung er arbeiten soll, beziehungsweise mit welcher zweiten Dimmung er arbeiten soll. So, das ist der Funktionsausgang Licht hinten. Licht vorne haben wir ja für das Schlusslicht schon genutzt. Da heißt es hier oben drüber auch Zugschluss. So, und das ist jetzt der Ausgang und den bezeichne ich einfach mal nur als W2. Das brauchen wir gleich nur fürs Function Mapping, damit er sich dort sofort wiederfindet. Also Ausgangstyp, das ist W2 für Wagen 2. Am Anfang, es ist ein Lichtausgang, aber wir möchten gerne einen Einschalteffekt haben, und zwar den Einschalteffekt der Neonröhre, denn im Speisewagen selber, die Lichtausgänge sind genauso eingestellt, dann machen wir es hier auch. Und in der Dimmung, damit man das auch dann tatsächlich gut sieht, würde ich mal sagen, gehen wir mal runter bis auf 20% circa, ja, damit man auch einen sehr schönen Unterschied in der Helligkeit sieht. Und der Einschalteffekt, der soll jetzt nicht der einer Leuchtstoffröhre sein, aber wir möchten gern, dass wir als, ah doch natürlich, wir wollen ja eine komplett defekte Leuchtröhre, da heißt es auch dann Neonröhre defekt, genau. So, das nehmen wir dann als Einschalteffekt und dann wird das eben mal sehr schön lang blinken, bevor es dann irgendwann mal durchschalten wird. Also, hier haben wir jetzt im Grunde genommen die Effektmöglichkeiten eingestellt für diesen Ausgang Licht hinten. Und dann gehen wir auch hier wieder zurück in das Obermenü. Und jetzt ordnen wir diese Dinge den Funktionstasten zu. Das heißt also, wir werden die Zuordnung vornehmen, dass wir eben halt sagen, dass wir über die Funktionstaste F17 diesen Lichtausgang hinten einschalten, beziehungsweise über F18 dann diesen zweiten Effekt nutzen wollen. Das Function Mapping einlesen, der ein oder andere, der vielleicht den Smart Programmer bereits benutzt, der hat vielleicht festgestellt, dass seit der letzten Version das Einlesen des Function Mappings ein klein wenig länger dauert. Das ist darin begründet, dass wir mittlerweile auch immer abchecken müssen, ob vielleicht ein zusätzlicher Lichtcontroller in dem Fahrzeug verbaut ist. Ja, und deshalb dauert eben halt das Aufrufen bzw. das Einlesen der Funktionszuordnungen, also das sogenannte Function Mapping, ein paar Sekunden länger als gewohnt. Gut, wenn das dann gemacht ist, dann sehen wir hier die momentanen Funktionszuweisungen, die gehen bisher bis F16 und dann finden wir oben in dem Menü auf der linken Seite den Begriff hinzufügen und wenn wir den angewählt haben, dann können wir eben halt jetzt dieser Funktionstaste, die hier unten jetzt gleich erscheinen wird, können wir eben halt hier zuweisen,
dass wir sagen, das soll die Funktionstaste F17 sein für den Wagen 2. Also wenn die eingeschaltet wird als Einschaltfunktion. Wir machen da keine Abhängigkeit zu einer Funktionstaste, die ausgeschaltet sein muss, aber wir wollen jetzt die Funktionsausgabe natürlich noch festlegen. Dann soll eben halt der Ausgang Licht hinten eingeschaltet werden. So, das Ganze wieder zurück. Und hier sehen Sie dann nochmal drunter, an welchen Positionen in dem Function Mapping, also welche CVs an der Stelle eben halt jetzt beschrieben wurden. So, das war, das hätte aber eigentlich hier unten nicht F18 sein sollen. Schauen wir doch mal hier. So ist das. Ich habe das natürlich vorher mal ausprobiert und habe das nicht passend gelöscht, wie mir scheint. Ja, so sehen wir tatsächlich nur bis F18. Also lassen wir die F18 so stehen. Mich würde jetzt natürlich schon brennend interessieren, wo mein F17 abgeblieben ist. Wir fügen noch mal eine weitere Funktion hinzu. So, F18 haben wir gerade gesehen. Dann wollen wir noch mal F17 nachtragen. Und zwar einschalten von Licht hinten. So, F17 Wagen 2, Ausgang Licht hinten. Und das finde ich jetzt hier unten auch, genau, F17, ja, Wagen 2 liegt hinten und F18, zweite Dimmung, da gehe ich aber trotzdem nochmal rein, ja, um Ihnen nochmal zu zeigen, wo das denn dann tatsächlich im Menü auftaucht. Wenn wir hier also weiter runter scrollen, dann sehen Sie hier die Funktion, die wir als Funktionstaste in der Funktionstastenbezeichnung ja festgelegt haben, F18, Wagen zweite Dimmung. Und als Funktionsausgabe dann eben halt, so wie wir es dann auch bei den Ausgängen festgelegt haben, Licht hinten, zweite Dimmung mit dem entsprechenden Effekt dahinter. So, das Ganze in den Decoder hineinprogrammiert. Ich habe die App ja so eingestellt, dass Änderungen sofort programmiert werden. Für diejenigen, die vielleicht auch gerade hier mal Schwierigkeiten haben, weil sie diese Einstellung nicht wählen, sondern in den Grundeinstellungen der App eingestellt haben, dass die CVs nicht sofort beschrieben werden, sondern sie erst verändern wollen und dann später über den Button oder über das Icon in der Kopfzeile InLog dann alles mit einem Rutsch hineinschreiben zu lassen. Ja, da ist ein kleiner Fehler in der App passiert, der jetzt gerade korrigiert wird. Das heißt, es wird in sehr kurzer Folge wird jetzt nochmal ein Update kommen für die App, dass diese Funktion wieder bereinigt ist, dass das also wieder funktioniert, so wie es vorher schon mal funktioniert hatte. So, habe ich also diese Funktion jetzt festgelegt. Dann kann ich hier raus aus der Programmierung und dann können wir uns die ganze Sache natürlich im Steuerpult einmal anschauen. Ja, hier sehen Sie dann auch, dass F17 und F18 zusätzlich auftauchen als zwei neue Sonderfunktionen, denn vorher ging es ja nur bis zur Sonderfunktion F16 zu den Schienenstößen. Jetzt macht es natürlich Sinn, dass ich die beiden Wagen miteinander verbinde. So, da möchte ich zunächst mal, ich schiebe das mal noch ein bisschen weiter rüber, möchte ich zunächst mal die Lichtfunktion des Speisewagens einschalten. Dann sehen wir dann hier den Kassenbereich, die Küche, den Innenraum, Licht im Gang. Und dann schauen wir mal, ob wir an den zweiten Wagen auch ordentlich rankommen. Jawohl, genau das passiert auch. Sie haben gesehen, also mit einem leichten Flackern eingeschaltet, das ist dieser Leuchtstoffröhren-Einschalteffekt. Und wenn ich jetzt F18 betätige, dann wird auch abgedimmt und eben halt eine durchgehend defekte Leuchtstoffröhre simuliert. Beziehungsweise der Starter, irgendwas ist auf jeden Fall defekt. Ja, also das, Sie sehen, na, hin und wieder bleibt es dann mal stehen. Das ist eben halt so ein Zufallsalgorithmus, der da durchläuft, der uns genau diesen Effekt dann simuliert. So schalte ich F18 dann wieder aus, dann habe ich wieder die stabile Beleuchtung
und habe somit eben halt den zweiten Wagen dann auch entsprechend schaltbar gemacht. F17 ausgeschaltet, dann geht auch hier das Licht wieder aus und die Beleuchtungen im Speisewagen dann auch entsprechend wieder ausgeschaltet. Ja, wenn der Funktionstest geglückt ist, dann heißt es natürlich abschließend noch, die beiden Gehäuse entsprechend wieder zu schließen. Das heißt, ich entkuppel die beiden Wagen. Und dann werden wir die Gehäuse entsprechend wieder aufsetzen. Versuche mich auch, das möglichst zügig hinzukriegen, damit Sie jetzt nicht nur ein totes Bild sehen. Wobei, ganz tot ist es ja nicht. Ich habe ja noch zwei schöne Loks hinten hingestellt. Dann haben wir den ersten Wagen schon geschlossen. Natürlich auch hier darauf achten, dass, wenn Sie die Gehäuse aufsetzen, dass die wieder richtig rum aufgesetzt sind. Ich blende vielleicht nochmal um. Denn beim Sitzwagen ist es so, Sie haben ja vorhin das Innenleben gesehen, da sind ja auf beiden Seiten jeweils eine Toilette und die Toiletten, die haben eben halt ein milchiges Fenster. Ja, das haben wir also von innen weiß lackiert, sodass man da von außen nicht reinschauen kann und auf der gegenüberliegenden Seite ist das eben nicht. Ja, und auf der anderen Seite ganz genauso, auf der Toilettenseite milchweiß und auf der anderen Seite nicht. Ja, und beim Speisewagen, da können wir natürlich auch mal hinschauen. Ich bringe den mal so, dass man es gut sehen kann. Wir sehen auf der linken Seite die Küche. Und auch beim Speisewagen haben wir auf der einen Seite eben halt so halb durchsichtige Fenster auf der unteren Seite. Und das ist eben halt der Bereich der Küche, der dann damit abgedeckt wird. Und auf der gegenüberliegenden Seite, da ist an der Stelle dann der Gang. Ja, und da ist eben halt dieses Milchglas nicht. Also auch hier da auf die Einbaurichtung achten. So, dann will ich den auch mal schließen. Sehr schön. Beides wieder aufgleisen. Dazu schalte ich natürlich zunächst einmal die Ansicht um und an der Programmer-App habe ich die Spannung auch eben natürlich ausgeschaltet. Speisewagen aufgesetzt. Den zweite Klasse Sitzwagen aufgesetzt. Noch ankuppeln. Funktioniert natürlich nur, wenn ich ihn richtig rum aufsetze. Jetzt kann man sich natürlich auch überlegen, na, ich glaube, der Richter hat mal wieder Blödsinn gemacht. Ich bilde mir schon ein, lange Arme zu haben, aber in manchen Situationen sind sie dann doch noch zu kurz. Rutsche etwas aus dem Bild. Ich glaube, beim Speisewagenzusammenbau ist mir da gerade die Kupplung etwas nach unten verloren gegangen.
Man kann sich an der Stelle natürlich auch schon mal überlegen, wenn man vielleicht eine längere Zuggarnitur zusammenstellen möchte, ja, dass man da vielleicht 4 oder 5 oder vielleicht sogar 6 Einheiten draus macht, dass man vielleicht jeden zweiten Wagen mit einem Decoder bestückt und dann eben halt in den Wagen, die nicht mit einem Decoder bestückt sind, dass man da dann die Möglichkeit hat, von der einen Decoder-Seite, also von dem einen angekuppelten Wagen, vielleicht die Hälfte dieses Wagens mitzuschalten. Denn da gibt es ja wieder die entsprechenden Lötbrücken, die man da öffnen kann. Doch noch geschafft. Habe ich gedacht. Und von der anderen Seite, also von dem Wagen, von dem nächsten Wagen, der dann auch wieder einen Decoder hat, dass man darüber dann vielleicht auch nochmal die zweite Hälfte schalten kann und beim übernächsten Wagen dann wieder dasselbe. Also ich habe tatsächlich gerade die Kupplung irgendwie etwas vom Speisewagen so weit nach unten gebogen, dass die nicht mehr sauber kuppeln. Sieht mir auch sehr weit unten aus. Aber was wäre das auch für ein Livestream, wenn da immer alles glatt ginge? Also ich glaube, ich habe es tatsächlich. Ja, jetzt hat es mal ein klein wenig geflaggert. Es da also wirklich insofern ruiniert, dass ich mir die Kupplung da unten tatsächlich beim Einbau verbogen habe. Na, ich glaube, da hilft jetzt auch kein langes Fummeln mehr tatsächlich weiter. Was mich natürlich überhaupt nicht zufrieden stellt, will ich dann durchaus zugeben an der Stelle. Gut, aber an der Stelle möchte ich dann vielleicht auch schon mal in den Chat schauen. Ob ich denn, solange ich hier noch etwas Nachrichten versuche, dass ich da vielleicht noch die eine oder andere Frage schon mal beantworten kann. Also ganz generell, die eine oder andere Frage taucht dann immer mal wieder auf, auch in der Vergangenheit schon, ob man nicht so spezielle Wagenkonstellationen mal digitalisieren und dann eben halt eine Garnitur dann auch elektrisch miteinander verbinden könnte. Sowas werde ich immer mal wieder einstreuen zwischendurch. Ja, sowas kommt dann sicherlich dann, wenn Projekte, die ich mir eigentlich angedacht habe, wenn ich die vielleicht in dem Moment gerade nicht verwirklichen kann, ja, dass ich damit dann immer mal so eine Lücke auch auffülle. Was haben wir noch? Der Herr Zeitler, der fragt, wie viele Wägen man jetzt eigentlich an den Speisewagen ankuppeln kann. Ich will es so sagen, der Funktionsdecoder, der liefert uns ja einen Strom an seinem Funktionsausgang von 250 Milliampere. Ja, und jetzt kann ich Ihnen noch nicht mal tatsächlich sagen, ohne mal in das Datenblatt reingeschaut zu haben,
wie hoch der Stromverbrauch so einer Beleuchtungsplatine ist. Gefühlsmäßig würde ich aber sagen, zwei oder drei Wagen werden Sie sicherlich an einem Funktionsausgang anschließen können. So, ich habe das Gehäuse nochmal runtergenommen vom Speisewagen. Vielleicht kommen wir jetzt mit der Kupplung dahin, wo wir hinwollen. Irgendwie nicht. Es kuppelt nicht so, wie es sollte. Gut, lassen wir dann so offen stehen. Sie haben ja im ersten Test gesehen, als die Gehäuse noch nicht geschlossen waren, dass es eben halt grundsätzlich mal funktioniert. Dann schaue ich noch mal weiter in den Chat. Ja, da ist natürlich eine sehr interessante Frage vom Herrn Siegert. Der Herr Siegert, der fragt jetzt nach, was passiert denn bei dieser Polaritätsgeschichte, auf die ich am Anfang so hingewiesen habe. Ja, wenn wir da jetzt vielleicht Plus und Minus eigentlich verkehrt rum an der Sitzwagenplatine anschließen. Im Grunde genommen passiert einfach nichts. Ja, weil hier handelt es sich um Diodenschaltungen, da werden keine Kurzströme oder ähnliches fließen, es passiert einfach nichts. Und genau wie Sie richtig vermuten, ja, im zweiten Wagen wird dann einfach die Beleuchtung dunkel bleiben. Vielen Dank für den Tipp der Aufgleishilfe. Im Normalfall brauche ich sowas nur einmal aufgleisen und das geht dann eigentlich auch relativ zügig. Ja, gut. Ansonsten keine Fragen, die mit dem heutigen direkten Thema zu tun haben. Dem Herrn Urmeli hatte ich eigentlich gedacht, ich hätte ihm geantwortet. Gut, da schaue ich aber nochmal nach, ja, und werde dann das entsprechend nochmal nachhören bezüglich der Baureihe 93. Ja, da soll also natürlich nichts verloren gehen. Gut, dann möchte ich an der Stelle mit, na, ich sag mal, einem großen Teilerfolg, würde ich mal sagen, nicht abschließend, so wie ich es mir vorgestellt hatte, aber allerdings diesem Teilerfolg, dass wir gesehen haben, wie es denn tatsächlich zu verkabeln ist, diese Verbindung. Und eben halt auch, welche Programmiermöglichkeiten ich dann habe, ja, über den Funktionsausgang zu schalten. Man könnte natürlich grundsätzlich auch hergehen und einfach über die elektrische Kupplung nur eine Spannung in den zweiten Wagen legen, ja, die eben halt vom Speisewagen selber kommt, um sich vielleicht die Radschleife auch zu sparen am zweiten Wagen, dass man die da nicht nochmal extra mit einbaut. Das wäre natürlich auch noch eine Variante. Auch dann würden Sie natürlich Wheel Left analog und Wheel Right analog nehmen. Das heißt also für die beiden Radsatzanschlüsse nicht die Digitalvariante in dem Fall dann nehmen, sondern auch wieder die Analogvariante. Denn die Spannung, die am Gleis letzten Endes ausgegeben wird, ob es da nun eine digitale Spannung ist oder eine analoge Spannung, ja, das spielt für diese Verwendung dieser Lötpads unterm Strich keine Rolle. So, an der Stelle möchte ich Sie herzlich einladen. In der kommenden Woche wird es keinen Livestream geben, denn in der kommenden Woche findet ja die Messe in Friedrichshafen wieder statt. Und da nehmen wir natürlich auch teil und deshalb werde ich da auch vor Ort sein, sodass es dann erst in 14 Tagen wieder heißen wird, Pico Digital leicht gemacht. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und bis dahin und vielleicht sehen wir uns ja zur Messe in Friedrichshafen. Also tschüss.